Kinderheim wäre schön, heißt auf Rumänisch Centrul de Plasament und gilt als Typ familial, weil nur in Anführungszeichen 12 Kinder in einem Haus wohnen. Wir besuchen jetzt die drei Häuser und fangen an mit dem Casa Nicolai im Dorfzentrum und werden vom Ionel auf unserer Tour begrüßt. Nazza! Ein schöner Blumengarten ist ihm wichtig und das ist schon mal untypisch rumänisch. Ein Gartenzwerg, das ist schon eher Rumänien-Style. Links ist die kleine Küche, hier kochen normalerweise die Mädchen erst zur Nacht. Und wenn wir hier sind, dann ist das unsere Sauna-Küche. Und hier sieht man übrigens auch schön, wie sich alles verändert hat. So hat das noch 1999 ausgesehen. So 2008. Und so 2010 mit geblättertem Boden. Das ist die Rückseite vom Casa Nicolai, schon für uns dekoriert. Ein Rundblick über den Garten 2005. Und 2010 während einem Gewitter. Wenn wir in Verschen sind, dürfen wir das Nicolai für uns allein brauchen. Die Kinder sind dann alle in den zwei Weilen, die wir später sehen. Das Nicolai hat 4 Zimmer. Und wenn wir hier innen sind, ist immer ein Generalbuff. Auch der Boden ist oft von Matratzen beleckt, damit wir alle Platz haben. Und wenn es heiß ist, hat es einmal ein paar, die gerade draußen schlafen. Direkt ans Nicolai angebaut ist das Casa Mare, das grosse Haus. 2003 haben wir das zusammen mit der Sommerau finanzieren. Über den Mittag kommen alle Kinder von der Schule hierher zum Mittagessen, weil die Weile zu weit weg sind von der Schule. Die Küche mit Elektro- und Gasherd ist gut ausgerüstet. Hier ist der Bereich, wo Esswaren vorbereitet und das Geschirr abgewaschen wird. Und okay, mit dem Abzug hat es zwei Anläufe gebraucht, weil die Rumänen nicht gewusst haben, dass ein Kemi allein nicht lenkt, sondern dass es auch einen Ventilator braucht, der die Luft abzieht. Links und rechts vom Esssaal sind Büros und ein Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine, wo beides gern von uns auch benutzt wird. Das hier ist das WC im Garten von Nicolai. Das ist das allererste Gebäude, das wir haben sponsern können. Im Jahr 2000 war das. Und wie auch später haben alle geholfen mitbauen. Für damalige rumänische Verhältnisse war das ein absolutes Luxus-WC. Sauber, stabil, fließendes Wasser. Im Jahr 2000 High-Style. Und irgendwann haben wir dann auch erfahren, was man macht, wenn die Grube voll ist mit Gehen wir weiter. Im hinteren Teil des Nicolai ist der Bauernhof. Das war im Ionel seine erste grosse Vision, als er 1999 Heimleiter geworden ist. Im Stall hat es vorne Kühe, rechts auf der Seite Hühner. Und auf der Rückseite Säu. Denen ist wirklich sauwohl. Hinter dem Stall hat es ein Treibhaus, vor allem für Tomaten, Peperoni, Zwiebeln und Gurken. Und denen hat es auch noch ein grosses Feld für weiteres Gemüse. Typisch, auch die Chefin, hier der Vizedirektor, stehen wortwörtlich in Dreck und helfen mit. Und das ist das, was der Spirit von Verschen ausmacht. Verschen hat dank dem Bauernhof immer frisches Essen und ein Stück wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und 2001 hat die Europabank das mit dem Bau von zwei neuen Häusern belohnt, der Weile, und die schauen wir uns jetzt an.
2001 sind viele am Dorfrand gebaut worden. Je 12 Kids wohnen in einem Haus. Auch hier natürlich hat es einen Blumengarten. Hier gehen wir ins Wohnzimmer. Man muss immer denken, das ist für 12 Kinder. Und spätestens hier wird klar, diese Küche ist eine Fehlkonstruktion für 12 Kinder. Im Bader und im ersten Stock hat es je 2 Viererzimmer. Man vergleicht die Ordnung mit den Schweizer. Die Zimmer sind schön, aber eben nicht wahnsinnig gross für 4 Kinder. So sehen die Villa nach der Renovation und Aussenisolation 2010 aus. Nach dem Rundgang kann man begreifen, dass zusätzliche Gebäude immer Lebensqualitätssteigerung bedeuten. Das hier ist das Schweizer Haus, das als Magazin dient. Ein Brunnen darf in Rumänien nie fehlen. Und das ist der Club, wo der Ionel und seine Leute 2008 gebaut haben. Rechts verschließbar mit einem Ping-Pong-Tisch und links offen, so dass es im Sommer Schatten und im Winter Schärme gibt. Ideal also auch für unser Programm und mit einer super Akustik für Singrunden. 2011 der letzte Coup, die Arena der Freundschaft. Und hier muss man nichts mehr erklären.